Bei dieser Etüde ist besonders wichtig, dass man ein sauberes Legato spielt, das heißt die Töne miteinander verbunden spielt, aber nicht geschmiert. Außerdem wären saubere Vorschläge erwünscht. Eine kleine Besonderheit zu diesem Stück: Marco Bordoni hat diese Etüde eigentlich für Gesang geschrieben. Deswegen kann man das auch sehr gesanglich anlegen.